kleines Video. Das ist die liebe Joyce. Joyce war 5,5 Jahre bei uns. Als wir sie bekommen haben, war sie ungefähr 3. Hier mit ihrem Kumpel Florica. Den hatte ich schon mal ein Video gezeigt. Der kam aus der Tötung in Rumänien. Genau, Joyce war 5,5 Jahre bei uns. Ich glaube, die wurde jemand weggeholt, weil die gezüchtet wurde aus Duisburg. Irgendwie sowas. Und dann über eine andere Stelle ist sie dann zu uns gekommen. Als Endstelle. Hier gehen wir spazieren, direkt bei uns in der Nähe. Ja, sie war ein Luder, aber ein toller, toller, lieber Hund. Sie hat aber irgendwie immer Schalk im Nacken. Man konnte sie frei laufen lassen, kein Problem, sie hat sehr gut gehört. Einer der wenigen Hunden, die jemals bei uns waren. Aber wie immer, großer Hund, Herz wie ein Hase. Hat sich mit allem vertragen, im Gegenteil, sie hat immer zurückgezogen. Hier immer, wenn man unser iPhone sagt, die Bootsfall. Hier wollte sie nie durchgehen. Sie musste immer vorgehen unter dem Baum. Und dann musste sie sehen, ach, herrschen dich Jersey. Vor und Florica, alles gut. Jersey. Dann kann ich auch. Wir sind hunderte Mal hier vorbei und trotzdem jedes Mal Angst. Genau. Joyce hat mit 5,5 Jahren nie Probleme. Ganz am Anfang mussten wir ihr die Spitze vom Schwanz abschneiden lassen, wirklich nur die Spitze. Sie hat die Spitze immer beim Wedeln, und sie hat viel Gewedel aufgeschlagen, es hat nun geblutet, wie verrückt. Das konnte man ja auch nicht mehr stillen, weil so kleine Äderchen in der Schwanzspitze sind, aber wie gesagt, nur die Schwanzspitze, der Rest blieb dran. Und einmal hatte sie eine Magendrehung, unsere erste Magendrehung, da hat sie gegessen. Dann mit dem Kleinen um Sofa rumgetobt, vom Sofa runter. Dann eine Stunde später war sie am Würgen und sowas, kam nichts raus. Der Bauch wurde immer dicker oder fester. Genau, es war natürlich an einem Sonntagabend, logischerweise, wann sonst. Und wir sind dann mit ihr zum Tierarzt, der Notdienst hatte, der uns dann direkt, ne Quatsch, genau. Das war eben, genau, die konnte auch operieren, hat eine Notoperation gemacht. Ich weiß, haben wir bezahlt, ich glaube, richtig Geld, 1800 Euro. Aber das war jeder Cent wert. Würde sie jederzeit wieder nehmen. Toller Hund. Immer einmal eine Dogge, immer eine Dogge, sagt man schön. Sie leben leider nicht lange, so 8, maximal 9 Jahre. Aber sind tolle Hunde. Okay, das Video ist schon vorbei. Kann ich jedem empfehlen. Doch, wir sind toll. Ciao.